Ja, bitte? Frau Bach? Ah, Sie sind doch Susanne, die Klavierlehrerin von Rosa. Was gibt's? Sophia. Sophia. Frau Bach, ich bin hier, um Ihnen zu sagen, ich bin die Geliebte von Pierre. Was? Ich möchte mit Ihnen reden. Darf ich reinkommen? Bitte. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Wir haben ein Kind. Wir lieben uns. Ja, ein tolles Kind. Rosa ist eine sehr begabte Schülerin. Ich habe selten Kinder. Halten Sie den Mund! 8 Jahre bin ich jetzt mit Pierre verheiratet. Wir sind eine Familie. Wir haben eine 7-jährige Tochter. Diese Eigentumswohnung zahlen wir Monat für Monat ab. Und Sie kommen einfach hier herein und machen alles kaputt. Ich verstehe Ihre Wut, aber... Einen Scheiß verstehen Sie. Das ist eine Frage des Charakters und den haben Sie anscheinend nicht. Jetzt halten Sie mal die Luft an. Sie zerstören eine Familie, mein Leben. Glauben Sie, mir macht das Spaß? Seit über einem Jahr verspricht mir Pierre, sich zu trennen. Raus. Nein. Ich möchte endlich eine Entscheidung. Er liebt mich. Und ich liebe ihn. So kann das nicht weitergehen. Ich habe gesagt, raus. Nein. Nein. Ich bleibe. Warum? Verdammt. 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 Ist es nicht so, nach ein paar Jahren, man nimmt die Liebe als was Selbstverständliches. Und ohne, dass man es merkt, hat man sich arrangiert. Mein Fachgebiet. Ich glaube, das kann ich besser beurteilen. Ich weiß. Psychologie. Ja. Schatz. Ich bin's. Wann war das der Tag? Ich hab Rosa noch rübergebracht zu. Kannst du denn in die Trinktasche? Zu Pauline. Mach mir erstmal Kaffee. Das ist mein Handy. Willst du auch einen Kaffee? Pierre? Es klingelt an der Tür und da steht Sophia und sie sagt mir, dass du mit ihr... Was? Wie was? Was machst denn du hier? Und sie sagt mir, dass du mit ihr ein Verhältnis hast. Wie bitte? Ja, Pierre. Wenn du seit einem Jahr nicht die Eier in der Hose hast... Ja. Große Scheiße. Da muss ich ihr recht geben. Ganz große Scheiße. Ich gehe erstmal nach Rauch. Pierre, du Idiot, komm rein.
Wir sollten reden. Ach nee. Ja, das sollten wir. Ach nee. Ach Mensch, Anne, reiß dich doch mal zusammen, so kommen wir doch nicht weiter. Das ist nicht mein Problem. Oh doch. Sophia, halt den Mund. Nee, Pierre, so nicht. Du bist mir mehr als nur eine Erklärung schuldig. Ein Dreck bin ich. Ich bin schwanger. Was? Ich bin schwanger. Was gibt's denn da zu lachen? Ich glaub das jetzt alles nicht. Raus. Ja, Sophia, ist besser, wenn du jetzt gehst. Nein, du, raus! Jetzt? Ich glaube, ich brauche einen Cognac. Hey, Frank, hier ist Pierre. Hör mal zu. Sophia ist zur Anne. Ja, hat dir alles erzählt. Ja. Finde ich jetzt nicht witzig. Spar dir deine Kommentare. Frank, hilf mir. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Im Bett für 2-3 Tage. Ach komm. Frank. Frank. Ausgelegt. Arschloch. Dein Papa ist ein ganz schöner Idiot.